Moinsens, Hallöchen, Servus. Willkommen zurück bei Dragon Age Origins. Ich würde mal sagen, raus hier, ne? Raus aus diesem tiefen, endlosen Wesen. Und es geht zurück nach Orsama. Wir haben alles eigentlich jetzt hier erledigt. Wir waren überall. Yes. Dann let's go. Lords der Versammlung, ich bitte um Ruhe. Dieser Streit führt doch zu nichts. Wozu denn diese Verzögerungstaktik? Ich verlange eine sofortige Wahl. Mein Vater hatte einen Sohn und der gedenkt, den Thron der Edukens zu besteigen. Wer will ihm da streitig machen? Euer Vater ließ mich an seinem Totenbett schwören, zu verhindern, dass ihr sein Nachfolger werdet. Bitte entschuldigt die Unterbrechung, Lord Seneschall. Aber der graue Wächter ist zurück. Wir sollten den Wächter sprechen lassen. Welche Neuigkeiten bringt ihr? So. Ich habe eine Krone von Paragon Carradine. Für den von ihm favorisierten König. Okay. Na schön, hier, das zweite. Carradine war im Körper eines Golems gefangen. Dieser Wächter erwies ihm die Gnade, nach der er sich sehnte, befreite ihn und zerstörte den Amboss der Leere. Vor seinem Tod schmiedete Carradine eine Krone für den nächsten König von Orsama, auserwählt von den Ahnen selbst. Sollen wir diesen beiden Glauben schenken? Einem bekannten Trunkenbold und einem grauen Wächter, der auf Harrowmonts Gehaltsliste steht? Ruhe! Diese Krone ist das Werk eines Paragon und trägt das alte Siegel des Hauses Orton. Sagt uns, Wächter, auf wen fiel Carradines Wahl? Ich soll die Krone denjenigen geben, den ich für geeignet halte. Der graue Wächter weiß überhaupt nichts über uns. Warum sollte ein Paragon so jemandem eine derart wichtige Entscheidung überlassen? Das ist doch lächerlich! Wir haben in diesen Hallen schon zu lange debattiert. Es ist der Wille des Paragons, dass der graue Wächter die Entscheidung trifft. Ja, haben wir uns ja schon vorher entschieden. Harrowmont. Ich schätze eure aufrechte Gesinnung, Wächter. Ihr habt euch in diesem quälenden Prozess stets ehrbar verhalten. Werde ich nicht hinnehmen. Die Ahnen haben gesprochen. Ja. Gebt auf, Belen, es ist vorbei. Soll ein Oberflächler das Schicksal der Zwerge bestimmen? Vorsicht! Sie sind bewaffnet! Lol. Wachen! Lol, das war ja klar. Oh. Du bist das, ne? Alter, dich friere ich als erstes. Schmockerlauf. Ich eigentlich. Oh no, Dash hier ist auch noch hier. Ach, das sind alles Dash hier. Der Dash hier ist hier, ja genau. Zack, Digga, nochmal einfrieren, ist man dem Fall. Jetzt geht's los. Der König darf safe nicht sterben. Zack.
Wo ist der? Also wer so reagiert hier. Ja, sad story. Ich hätte nie gedacht, dass Belen sogar das Wort eines Paragon übergeht. Oder dass sich ihm so viele anschließen würden. Aber fast ganz Orsama hat erkannt, was er wirklich ist. Und wir werden diesen Aufstand sicher bald unter Kontrolle bringen. So. Zeigt ihnen, dass ihr ein starker König seid, dann werden sie euch folgen. Solange die Bereitstellung... Ja, normal, da denke ich halt, ne? Nicht darunter leidet. Wer dem Thron loyal gegenübersteht, beginnt umgehend mit Vorbereitungen für einen Feldzug zur Oberfläche. Orsama hält seine Verträge ein. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss zum Palast und unsere Pläne zur Ausführung bringen. Okay. Wird jetzt mir zu Ehren auch eine Statue oder so aufgestellt? Ja, moin. Ne? Ich muss meine Pflichten an der Oberfläche wieder erfüllen. Diesen Stab habe ich als König Andrins Berater getragen. Nehmt ihn als Erinnerung an euren Platz in Orsama. Ich wünsche euch Glück gegen die Verderbniswächter. Mögen wir 4 weiteren Jahrhunderten Frieden entgegenblicken. An eure Rolle bei dieser Wahl nice. Wird man sich stets erinnern, Wächter. Das ist doch schön. Oh, ich habe eins zu viel, ne? Irgendeinen Stab erhalten. Harrowmont Stab. Modigan, gucke mal. Ist ja mal richtig Gammel. Warum habe ich den eigentlich? Oh shit. Here we go again. Kann man das Dämonensekret weg? Ich glaube, das braucht hier keiner. Verstanden. So, ich glaube, wir werden jetzt in naher Zukunft ohnehin nicht kämpfen. Ich werde bald gegen das Lager natürlich auch. Also ins Lager ziehen, meine ich. Sehr gut. Sehr gut. Belen, was geht? Ah, der hatte nur Money bei sich. Ist ja schade. So, kann man noch reden hier. Hallöchen. An eure Rolle bei dieser Wahl wird man sich stets erinnern, Wächter. Okay. Ihr habt an König Harrowmonts Hof immer einen Platz. Ja, schön. Ja, wo ist der König jetzt eigentlich? Ach, der ist vielleicht schon an der Oberfläche. Keine Ahnung. Wir haben noch Nebenquests hier zu erledigen, ne? Halle der Bewahrung, Golemre. Ja, ich muss auf jeden Fall in die Halle der Bewahrung. Der Thron wieder besetzt und Legenden zur Ruhe gebettet. Unglaublich. Sonst was? Wenn es mir jemand erzählt hätte, hätte ich es für eine Lüge gehalten. Wächter, dank euch haben wir wieder einen König. Der Rest war auch beeindruckend, aber der Legion geht es vornehmlich um die Klärung der Herrscherfrage. Jetzt können wir die dunkle Brut wieder ordentlich bekämpfen. Ja, ach stimmt, das ist der Typ von unten aus der Tiefe, ne? Kann ich auch zählen, dass ihr an meiner Seite kämpfen werdet. Nein, unser Platz ist hier unten. Okay. Wenn ihr die Verderbnis zurücktreiben könnt, werden wir dafür sorgen, dass sie keine Fluchtmöglichkeit mehr hat. Nice. Wir sind also indirekt an eurer Seite. Das ist mehr, als jeder andere Oberflächler behaupten kann. Überreden. Ach komm her, let's go. Wir brauchen euch in der Oberfläche. Zeit, wie gut ihr seid. Ihr allein verleiht derlei Worten solchen Nachdruck. Jeder aus der Legion schuldet seiner Heimat den Tod. Aber wenn der an der Oberfläche sinnvoller ist, dann soll es eben so sein. Aber nach dem Sieg geht's zurück nach Orsama. An der Oberfläche würde ich mein Gefühl für den Stein verlieren. Nice. Da wollte sich wohl jemand drücken. Halle der Bewahrung, Ehre. Gut, fangen wir an. Ja, fangen wir an. Hallo. Ich fasse es nicht, dass uns ein Buch gestohlen wurde. Ach, das ist doch schon Urzeiten her. Moin. Hallo. Ich war in Sorge. Ich wusste nicht, ob ihr überhaupt zurückkommen würdet. Habt ihr Unterlagen gefunden? Irgendeinen Hinweis auf den alten Ortenteig? Yes.
Ich habe die Unterlagen dabei. Ihr habt sie gefunden? Lasst mal sehen. Das ist der Name meiner Urgroßmutter und ihr Mann. Oh, bei den Ahnen. Sie sind es. Ich bin es. Ich bin eine Ortin. Oh, danke. Ich muss sie sofort zur Versammlung bringen. Dort findet ihr mich. Sobald sie anerkannt sind, gebe ich euch alles, was ihr wollt. Muss ich dann wieder zurück? History Nibbers. Hallöchen, Herr Bewahrer. Beeindruckend, Wächter. König Harrowmonts bevorstehende Krönung wurde in die Erinnerungen eingetragen. Kann ich euch noch bei etwas anderem behilflich sein? Ich habe einen Abrieb, der euch interessiert. Was ist das? Eine Liste von Namen? Die meisten dieser Clans gibt es gar nicht mehr. Ist das echt? Darauf könnt ihr euren haarigen Arsch verwetten. Das stammt immerhin von einer Tafel in Carradins Festung. Dann sind sie wahr. Die Gerüchte über Carradins sogenannte Freiwillige. Erstaunlich. Ich würde gerne eine Kopie davon anfertigen. Die Halle der Bewahrung hat kaum Informationen über Carradin und seine Golems. Das ist ja gewaltig. Wächter, hoffentlich ist dieses Artefakt aus unseren Archiven als Belohnung ausreichend. Ich muss sofort die Halle der Bewahrer informieren. Habe ich irgendwas bekommen? Nee. Sonst irgendwas? Beeindruckend, Wächter. König Harrowmonts bevorstehende Krönung wurde in die Erinnerungen eingetragen. Kann ich euch noch bei etwas anderem behilflich sein? Nö. Eure Anwesenheit wurde in den Erinnerungen vermerkt. Alles Gute. So, was haben wir hier? Versammlung, was ist das hier? Muss das Symbol in die Erinnerung eingetragen werden? Bei dir? Meine Arbeit ist enorm wichtig. Erinnerungen. Eventuell hier? Wird erledigt. Ah. Sucht ihr die Unterlagen? Ja, okay. Dann muss ich jetzt nochmal zurück in die Versammlungshalle und zur Mutter und die Anlügen. Dass ihr Sohn doch ein bisschen durchgeknallert ist. Nee, das also ja. Anlügen, dass sie es nicht mitbekommt. Da muss ich mich noch entscheiden. So, M'lady. Ich heiße Orta, nach dem alten Haus Orton. Wir haben unseren Sitz zurück. Und es gibt Unterlagen darüber, welche Häuser dem Haus Orton noch Geld schulden. Eines Tages werde ich mich für eure Dienste angemessen bedanken können. Ehre. Ein wenig Geld wäre hilfreich, nochmal. Ich weiß nicht, ob es noch ein Vermögen gibt, aber was ich auch bekomme, ihr könnt so viel davon haben, wie ihr wollt. Ich muss jemanden finden, der danach sucht. Am besten eine ganze Expedition. Wenn es den Teig noch gibt, gibt es auch noch mehr. Das Haus Orton wird eure Güte nicht vergessen. Klang das nicht ganz offiziell? Lol. Aufsteigen, Hallöchen. Gehen wir mal hier ein auf... Alter, du bist ja nicht konstitutiv hier. 2 Constitution, 1 Stärke. Was machen wir jetzt für Fähigkeiten? Ich glaube, hier ist alles voll, ne? Yes. Berserker ist voll. Dann probieren wir mal Champion aus. Kriegsschrei, interesting. Champion stößt einen furchteinflößenden Schrei aus, der bei Gegnern seiner Nähe Abzüge auf Angriff verursacht. Einsatz von Überlegenheit werden die Gegner außerdem zu Boden geworfen, wenn sie bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft scheitern. Das ist Überlegenheit. Oh. Ist ja witzig. Die werden umgeschrien. Kommt mir irgendwo bekannt vor. Gar nicht von Scream oder so, aber egal. So. Was ist denn hier eigentlich? Ah ja, jetzt kann ich endlich mit Orgrin labern, oder? Die konnten wir noch gar nicht reden. Wie kann ich euch helfen? Genau. Ich würde gern mehr über euch erfahren. Worüber genau? Seid ihr sicher, dass ihr es verkraftet, was mit Branka geschehen ist? Oh, natürlich. Ich komme klar. Ich meine, sie war ein echter Wirbelwind zwischen den Laken. Wenn auch ein bisschen weich im Kopf, versteht ihr? Das erklärt immerhin, warum sie gegangen ist.
Ihr geht gut damit um. Womit gehe ich gut um? Branka? Tja, dieser Schatz ist seit langem begraben. Die Ahnen sollen mich holen. Ihr Leute hier heult wirklich wegen allem rum. Okay. Wie kann ich euch helfen? Nee, welcher Horn? Worüber genau? Wie ist es, Krieger in Orsama zu sein? Man bekommt ein Schwert oder eine Axt und wird dann losgeschickt und soll seine Stadt verteidigen. Alles ist perfekt, bis man versucht, in der Stadt zu leben, die man gerettet hat. Was meint ihr damit? Ich meine, dass sie einen zum Töten ausbilden und einem beibringen, beim kleinsten Geräusch in Raserei zu verfallen. Und dann kommen sie mit lauter verdammten Regeln, wie diese Tornais. Die Ahnen erweisen dem mit dem stärksten Arm ihre Gunst, richtig? Was sollen dann diese ganzen Regeln, wie man zu kämpfen hat und dass man seinen Gegner am Leben lassen soll? Schwerter sind zum Töten gedacht. Dass er kämpfen kann, ohne zu töten. Ich verstehe, was ihr meint. Wenn man einem tiefen Lauerer einen Nack entgegenschleudert, erwartet man ja auch, dass er sie frisst, oder? Ach, das verdirbt mir die Laune. Habt ihr noch mehr dumme Fragen? Wir sollen uns alle mal unterhalten. In Ordnung. Wir unterhalten uns später weiter. Also gut. Sonst noch was? Wie kann ich euch helfen? Mehr erfahren. Worüber genau? Nicht wirklich. In Ordnung. Ei. Also gut. So, da war aber noch was anderes. Wie kann ich euch helfen? Könnt ihr mich lernen, wie ihr zu kämpfen? Ihr wollt ein Berserker werden? Ha! Dass ich das noch erleben darf. Ihr seid bereits ein Schrecken auf dem Schlachtfeld, Wächter. Aber euer Stil eignet sich nicht für rasenden Zorn. Maul. Ihr denkt zu viel und baut zu sehr auf Geschicklichkeit. Aber falls ihr jemanden kennt, der geeignet ist, unterrichte ich ihn gerne. Es wäre nett, hier noch einen anderen Berserker zu haben, den ich anknurren kann. Erzählt mir mehr über Berserker. Was verdammt gibt es da zu erzählen? Ihr werdet wütend, stürzt euch in den Kampf und irgendwas überlebt das nicht. Ganz einfach. Das Schwierige daran ist, seinen Zorn zu spüren. Wir alle lernen, ihn zurückzuhalten. Deshalb erschlagen wir ja auch nicht jeden Staubfresser, der uns schief ansieht. Davon müsst ihr euch lösen. Bei manchen genügt es, wenn sie einfach kämpfen. Andere müssen an etwas denken. An Gewalt, Monster, Adlige, Ehefrauen, was auch immer. An Ehefrauen? Ei, vor allem an meine. Es genügt schon, nur daran zu denken. Bei den meisten Berserkern schon. Vor ein paar Jahren habe ich allerdings mal mit einem zusammengearbeitet, der einfach nicht wütend werden konnte. Hä? Wir mussten ihm ins Gestein treten, um ihn rasend zu machen. Warum sollte man auf diese Weise kämpfen wollen? Warum nicht? Wenn man kämpft, wird man wütend. Beim Stein, es ist einfach eine verdammte Taktik, um euren Gegner rasend zu machen, damit er einen Fehler begeht. Berserker greifen nach dieser Wut und trinken sie wie ein kühles Bier. Dann wenden wir sie gegen unsere Gegner und genießen das Chaos, das wir anrichten. Okay, und das schaffen wir einfach dadurch, dass man wütende Gedanken entwickelt. Bei den meisten Berserkern schon. Vor ein paar Jahren habe ich allerdings mal mit einem zusammengearbeitet, der einfach nicht wütend werden Das hatten konnte. Wir doch schon. Wir mussten ihm ins Gestein treten, um ihn rasend zu machen. Was anderes labern. Ich bin ganz Ohr. Mehr wollte ich erfahren. Worüber genau? Das ist das Leben verschieben. Ah. So, hey, gab's da nicht noch mehr Möglichkeiten? Wie kann ich euch helfen? Komisch. Mehr über Berserker. Was verdammt gibt es da zu erzählen? Ihr werdet wütend, Hatten wir alles. Davon müsst ihr euch lösen. Bei manchen genügt es, wenn... Also gut. La la la, vielleicht hast du im Lager mehr zu labern. Wer weiß. Im Laber. Königlicher Palast. Wir schauen jetzt hier nochmal überall vorbei. Bevor wir hier verlassen. Königliches Anwesen. Reden wir mal. Dann wird er doch wahrscheinlich hier sein, ne? Warte. Hallo. König Velen wird den Thron niemals. Oh oh. Als aufgeben. Hat sich doch gelohnt, noch hier hinzukommen. Wachen zum Angriff! König Velen.
des Todes. Feste Druff hier, Alter. Vartak Gevorn hieß der Typ, ne? Naja, der war. Der war etwas unfriendly. Oh. Da sind noch mehr Evil Dudes. Wir mag uns einige Herrschaften mögen uns hier nicht, oder? Hallo, war ich hier schon mal? Seid bitte still. Meine Patientin braucht Ruhe. Och nee, ne? Narren und ihre Politik. Das Gift sollte vermutlich den König umbringen. Und sie hat die Dosis aus Versehen abbekommen. So etwas Starkes habe ich noch nie gesehen. Können Sie nicht heilen? Es ist ein höchst eigentümliches Gift. Die Zutaten für das Gegengift sind so selten, dass es ohnehin keine Rolle spielt. Wenn ihr diese Dinge besorgen könnt, wäre ich euch dankbar. Aber ich bin nicht sehr zuversichtlich. Der Stein wird sie bald zu sich holen. Mist. Das habe ich vergessen. Ein Rezept. Rezept, Rezept, Rezept. Wo habe ich das dämliche Rezept? Was sollen wir tun? So, hier. Gehen wir unter Fähigkeiten. Gehen wir unter Kräuterkunde. Zwergisches Rezept Lebenstein. Ja gut, das ist Krams, das kriege ich auch überall. Das ist gut, da muss ich nicht in die Ruinen. Dann merke ich mir. Hattet ihr Glück, Wächter? Nope. Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit. Außer warten kann ich nichts tun. Das Ende ist unvermeidbar. Okay. Zwergisches Lampenschwert. Das sollte kein Problem sein. Nope. Wobei. Nee. Ich habe hier noch irgendwo Feinde gewittert. Alter, hier sind sie alle schlecht gelaunt, ne? Botschafter Genley. Keine Zwerge, ist ja witzig. Das ist irgendwas anderes. Ich war einfach nicht überall in Orsama, was soll denn die Kacke? So. Prüfung der Krähen. Ach so, das war Meuchelmord. Ach so. Ja, nice. Geistscherbe, nee. Für den Fall der Fälle, Morrigan. Kann ja sein, dass wir uns hier noch weiter prügeln werden. Ich gönn dir. Man weiß ja nie, ne?
Der hatte nur Geistschau, weiß ich noch. Le Buch. Trians Tagebuch. Ja gut, dann gucken wir uns noch ein bisschen um hier, ne? Gut zu wissen. Ach, da war ich auch noch nicht. Prinz Wählen Schlacht gemacht. Kann ich da überhaupt hin? Ein Brief. Brief von Rika. Jetzt war ich aber überall, ne? Mann, ey, ich muss mir da echt mal mehr... Ich hätte mir mehr angucken hier, ey. So, königliche Schlafgemach. Thronsaal. Da wird er wahrscheinlich sein. Hallo? 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 Adliger, 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 Adliger. So, Hallöchen. Ich werde nicht vergessen, wem ich den Thron verdanke. Okay. Okay, okay, okay. Da war ich auch schon. Hier gab es ja auch irgendwelche Plünderer, wenn ich mich noch dran erinnere. Nochmals danke, Wächter. Ja, die Aktion. Gut, dann raus hier. Raus hier. Es war höchste Zeit, dass die Versammlung Vernunft annimmt. Harrowmont den Thron. Bei dir so? Hat sich Harrowmont den Thron also doch gegriffen? Und es heißt, das verdanken wir euch. Mhm. Aktuelle Nachrichten! Harrowmont ist König! Ich werde dafür bezahlt, die Wahrheit zu sagen. Wenn ihr damit Wenigstens haben wir wieder einen König. Harrowmont wird sicher zum Besten. Nun, ich sehe ja, welche Gesellschaft ihr jetzt bevorzugt. Snob. So. Hallo. Atrust Vala, mein Nacktfängerfreund. Ich hab nichts an dich, ne? Dann müssen wir noch zu der einen Kollegin. Da hinten, genau. Kaum zu glauben, dass wir wieder einen König haben. So, my lady. Ihr seid zurück. Bei all der Aufregung wegen des neuen Königs hatte ich nicht erwartet, dass ihr noch an meinen armen Sohn denkt. Wisst ihr etwas über meinen Ruck? Ist ein güllefressender Irrer. Ja, komm. Wir haben es dem Typen. Ist es vielleicht besser so? Es tut mir leid, Ruck ist tot. Oh, mein armer Junge. Ich ahnte es wohl, aber... Wo hätte ich ihn doch nur ein letztes Mal sehen können? Hier. Das ist das Meisterstück meines Mannes, sein erster Schild. Ich habe niemanden mehr, für den ich ihn aufbewahren könnte. Ich möchte, dass ihr ihn bekommt. Ihr habt für diese Nachricht viel riskiert. Cool. Ich kann ja noch laufen, oder? Was auch immer. Gut. Ist noch was hier in Orsama? Nur das da mit hier diesem Rezept. Ah, das kriege ich auch. Bei einem Alchemisten, denke ich. Ich kann es nochmal bei diesem Keck da versuchen. Diesen mit dem Sprachfehler. Der Typ, aber ich glaube, das war's sonst. Habt ihr mein Mittagessen gesehen? Ein Stück Flechtenbrot mit einer Scheibe altem Käse und getrockneten Fleischfransen? Ja, ich frage nur, weil man ja nie weiß, ob nicht jemand Hunger bekommt. Ware. Genau. Die beste überhaupt, wisst ihr? Ich bearbeite das Erz nämlich selbst.
der körperlichen Methodik. Aha. Ein Punkt. Kostet nur 3 Gold. Das ist es wert. Goldener Spiegel. Spatzen. Edelstein besetztes Armband. Ja, nee. Gut. Ich würde mal sagen, dann brechen wir auf. Dann machen wir jetzt so restliche Nebenquests. Und wenn wir die erledigt haben, dann können wir, denke ich, nach Denerim zurück. Und dann wird die Hauptstory weiter den Fortschritt machen. Würde die Sumpfhexe mir vielleicht das Wesen der Magie erklären? Gut. Das würde mich sehr interessieren. Es gibt sicher andere, die nichts dagegen haben, eure ermüdenden Fragen zu beantworten. Vielleicht Alistair? Der zweite Wächter verfügt wohl kaum über das Wissen, meine Fragen zu beantworten. Ihr könntet ihn trotzdem fragen. Was immer ihm dazu einfällt, wäre bestimmt amüsant. Ich verstehe nicht. Aufklärung ist mein Streben, nicht Unterhaltung. Selber schuld. Die Unterhaltung würde euch viel weiterbringen, das versichere ich euch. Die Sumpfhexe ist eine überaus verwirrende Kreatur, die ich überhaupt nicht verstehe. Ihr seid nicht die Erste, die das sagt. Womöglich der erste Golem. Ich werde die Sumpfhexe später erneut fragen, wenn sie auf mein Ansinnen mit weniger bizarren Antworten reagiert. Maul. Dann werdet ihr ziemlich lange warten müssen, fürchte ich. Ach, Leute. Mögen eure Reisen stets... Ja, ja. Dann erstmal wirklich ab ins Lager. Wow. Gebt mir einen Moment Zeit! Ach so, du warst nur lange nicht mehr hier oben. Alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Gebt mir nur einen verdammten klitzekleinen Moment. Beim Stein, dieser ganze Himmel da oben gibt mir das Gefühl, als würde ich von der Welt fallen. Ja. Ist das seltsam für euch? Seltsam? Seltsam ist es, wenn eure Ehefrau plötzlich Frauen bevorzugt. Nicht in einer Welt ohne verdammte Decke zu leben. Mhm. Also lasst uns gehen, wir verschwenden... wie heißt das? Tageslicht. Lol. Euer Screenshot, was? So. Hast du sowas wie einen Lebensstein, Minion? Kann ich schon mal Vorräte einsammeln. Wir haben einen König. Das Gold wird wieder fließen. Boah. Ich bin wütend darüber, dass man euch aussperrt. Alles wird gut, wenn der Handel eröffnet ist. Mir ist das Geschäft viel lieber als eine Kaste, die ich sowieso nicht kenne. Lebt ja an der Oberfläche. Jemand muss es ja tun. Der Handel mit anderen Rassen kann ausbleiben. Wir Oberflächler sind die Lebenslinie von Orsamer. Auch wenn man uns eine Kaste verweigert. Die Versammlung sagt, wir hätten dem Stein den Rücken gekehrt. Aber unsere Ware nehmen sie uns trotzdem ab. Heuchler, allesamt. Vielleicht wird es anders, bis meine Kinder erwachsen sind. Ja, wollte ich schon mal im Inneren? Zweimal jährlich. Ach, das hatte ich doch alles Großvater. Mal. Warum erzählen die mir immer das Gleiche, ey? In High Ever gab es letzte Nacht einen Aufstand. Ah, möchtet ihr einige Stücke der besten gebrauchten Ausrüstung in ganz Thedas erwerben? Ja, komm her. Das wird mal sehen. Aber natürlich. So. Hast du Lebensstein? Nein, er hat keinen Lebensstein. Aber eine Elfenwurzel. Gegönnt. Ach, scheiße. Ich muss was verkaufen. Ah ja, gut, dann kann ich was verkaufen. Weg damit. Und gib das hier. Und gib den Giftextrakt, maybe. Das war ja auch eine Quest, wenn ich mich nicht erinnere. Doch, ich erinnere mich. So. Gibt's hier noch irgendwas Cooles? Nee, ne? Hild einer Gänsemarkt. Wer braucht sowas? Ah, ja. Dann haben wir noch dieses Buch hier, ne? Buch der Methodik, was weiß ich.
Aber wie setze ich das ein? Hier. Benutzen. Der Leser erhält einen Tab. Ja. Gebe ich das mir oder Morrigan? Ich bin hier der Main, also natürlich. Scheiß auf Morrigan. So. Weiter. Hier ein Punkt. Zwei Waffen oder Duelland? Duelland ist natürlich auch praktisch. Unruhe. Mann, was mache ich? Bonus auf Angriffe. Ja, okay. Wir wollen auch ein bisschen Damage machen. Ja, scheiß drauf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich Kopfgeldjäger. Lebt der noch? Ne, der ist tot, ne? Dann wird es jetzt Zeit, ins Lager abzuhauen. Machen wir dann auch Schluss erstmal heute. Wo willst du denn hin? So. Lager. Passiert doch jetzt wieder was? Nee, doch nicht. Gut. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier Schluss und kümmern uns um den ganzen Lagerkram dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.